Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Version von Payday, neu überarbeitet im Saints Row Stil. Wir rauben jetzt diese Person hier aus. Und das war ein Raubüberfall. Sehr genial. Keine Ahnung, ob uns das was. Auf den Fluchtwagen, down up. Na toll, jetzt können sie dich sehen. Ja, aber dich. Deine Scheibe ist auch kaputt. Die war von Anfang an kaputt. Ich hab den Wagen so gekauft. Musst du wissen. Nun sollten wir nicht. Warum fahren wir zu unserem Domizil? Wissen Sie sofort, wer wir sind. Oh Scheiße! Nitro! Also ich glaube, eine blaue Person ist so oder so leicht zu finden, oder? Naja, vielleicht denken sie, du willst dem Boss der Saints irgendwie was anhängen. Ja, okay. Wir sollten einen Auftrag machen. Die Frontscheibe ist noch ganz. Und zwar bei Kinsey. Ja, zuerst müssen wir das hier machen. Kinsey, hallo. Good, I need help. If it was all right, I wouldn't need help, would I? The boxes are too heavy. Boxes? What boxes? I'm moving stuff into my place. There are boxes. Some are too heavy for me. I need help. Und als nächstes müssen wir. Komm, Salem. Oh Mann, den wollte ich nicht. Was nicht genau auch sein? Ich glaube aber, ich kann keinen nehmen, wenn du den. Er ist doch getrennt. Naja. Siehst du? Wir sind Hexen. Du bist eine Hexe. Gut, Hexe, ja. Besser. Das heißt Zauberer. Hexerei, Zauberei, Magie. Und was es noch so gibt, Voodoo. Ja, zumindest. Das sind alles verschiedene Sachen. Das ist echt mal. Hexerei ist ganz anders als Zauberei. Ich muss gerade überlegen, wo der Unterschied da bestand. Ja, das sag mal. Ich überlege gerade. Da gibt es aber einen Unterschied. Ich glaube, Hexerei hat eher was so mit Geistern zu tun und ganz Mist. Ich lese einfach nur irgendwann mal nach. Hat Geister nicht irgendwas mit Nekromantie zu tun? Es ist. Na, ich lese einfach nur mal nach. Da gab's was dazu, das weiß ich noch. Ich reiche mir irgendwo auf. Aber ich lasse es einfach und merke mir es einfach so. Ich habe nämlich keinen Zettel. Ich fliege einfach nur geradeaus. Es könnte wehtun. Na komm. Ich springe ab und das sieht voll witzig aus, wie dieses Teil runterfällt. Autsch. Ah, Kopf gestoßen. Na gut. Hui! Autsch. Hast du das gesehen? Ja. So, do you have anything on the deckers? Not yet. Okay, then what have you been doing since you got out? Power leveling. You're killing me, Kinsey. I can't help you take down the deckers until I know where they're hiding. So I wrote a program that tracks the user's physical location while they're logged on. That's awesome. Just play the damn game and I can pinpoint where the deckers are in real life. And now we're talking. That's awesome. Ach nö. Wer fährt? Ich. Du. Du bist immer der Fahrer, wenn du hostest. Nein. Bei dem Spiel nicht. Which means I get to smash into stuff. Pretty much, yeah. I can handle that. Tja, so hackt man heutzutage. Nicht durchs Feuer fahren. Sah nicht Feuer. Doch. You ever driven a motorcycle before? Of course. You couldn't tell. Yeah, fucking Charlie. Du zerschießt die Panzer schneller. Kannst du auch schießen? Nein. Warum ist der Panzer in die Luft geflogen, als ich draufgeschossen habe? Ich kann gegenfahren, aber. Hast du ja bei mir nicht gemacht. Schon wieder durchs Feuer, aber. Zumindest sah es so aus. Ja, okay, aber dann sieht es anscheinend bei dir ziemlich anders aus als bei mir.
Eine Amokfahrt? Ja, zählt zur Art Amokfahrt. Komisch. Können natürlich weitere Missionen machen, damit wir dieses Teil bekommen. Ja. Aber lassen wir erstmal. Ach doch, das war ja genau Amokfahrt bloß. Im Deckerbezirk. Hatten wir uns doch gewundert. That's what happens when you fire Saint. So. Dann können wir ja gleich weitermachen mit Vandalismus. Hatten jetzt wir das nicht schon mal? Ich weiß nicht, jetzt kommen auf jeden Fall alle diese Level. To meet again at the Deckers, you need to disrupt one of the shell. Anyone in particular? Company. That's fence like a barrier, not fence like buyer of stolen goods. Yeah, you're kidding me, right? The company that makes them is seriously bad news. If you'd rather a corrupt, sinister organization keep making money. I'll do it. Easier to say yes than understand a reason with you. What was that? Nothing. Vandalismus ist doch immer schön. Natürlich, genau wie im echten Leben. Was haben wir für Waffen? Molotow. Nee, Granaten. Ich hatte noch Molotow ausgerüstet von vorher. Au. Deine Verbindung zum Host wurde unterbrochen? Bei mir bist du noch da und läufst rum. Ja, wie soll ich rumlaufen, wenn ich mich nicht steuere? Oh. Okay, ich durfte sogar noch speichern, das finde ich sehr gut. Koop-Kampagne, online mit Verein spielen. Ja. Beitreten, was ist denn? Ups, ich habe gerade falsch Taste gedrückt. Hallo? Ja, laden? Der bitte. Du wurdest im die Sitzung ist nicht mehr verfügbar. Ich versuche dich mal einzuladen. Selbe Problem. Okay, oder? Dann machen wir erstmal eine kurze Pause. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und hallo und herzlich willkommen zurück zu Saints Row 3 oder The Third, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Mal wieder dabei, Raik, wie immer. Wen hat es gewundert? Und ich. Ja. Nach dem kleinen Ausfall sind wir jetzt endlich wieder zurück. Vandalismus. Jetzt können wir mit bloßer Faust auf den Schrei. Good to be back in action. Ich begehe gerne Vandalismus. Ja, ich weiß. Upsala, das war dein Auto. Das erste Mal war. Das erste Mal war aus Versehen, das zweite Mal war jetzt voller Absicht. Ne, jetzt Granaten, was anderes braucht man im Leben nicht. Die sind so wunderbar. Hey, fahr nicht weg. Ist da hinten eine Tankstelle? Ja, hier ist eine Tankstelle. Kaboom. Ja. Hätte mehr Geld erwartet, aber sah witzig aus. Oh, hier habe ich schnell mit einer Pistole ein Auto in die Luft jagen kann. Ja. Damit die exklusiv teilen? Das ist ja. Hammer. Du hast ja gar nicht, dass Decker so ganz viel Geld bringt. Decker. Deck das. Ich glaube Decker das heißt das, aber. Ich hab keine Ahnung. Man kriegt fürs Zerstören von Mülltonnen 1000. Ja, ich hab keine Ahnung. Dollar? Dollar, genau. Naja, manche Leute schmeißen Geld weg. Nur halt. Ich schmeiß eine Granate rein und ich krieg dafür 1000. Ja, vielleicht war da ein Dollar drin, der jetzt in 1000 kleinen Stückchen ist. Wow. Sorry, tut mir sehr leid. Nein, tut's nicht. Doch, tut's. Wir sind doch rechtschaffende Menschen. Jetzt tut sich ein Decker und ein Polizisten gleichzeitig. Bei der Decke nimmt den Polizisten als Geisel. Also ich glaube, du musst über ihre Handlung nachdenken. Warum, ist doch eine kluge Idee.
Nicht wirklich, ich werde mich nicht davon abhalten, die abzuschießen. Kein bisschen. Genau, und so geht man wenigstens nicht alleine unter. Oh, ich bin, glaube ich, gerade in eine Bandenoperation reingekommen. Natürlich. Ey, die bringen mein Geld. Granatenkills. Autsch. Und ich glaube, die Bandenoperation bekommst du auch wenn du nicht mitgemacht hast. Na, mal hoffen. Wäre scheiße, wenn nicht. Sorry. Ich bin gut versichert, also keine Bange. This is where Saints fall. Verdammt, die halten so viel aus. Also im Vergleich zu, wenn man werft eine Granate durch hat, dann geht das ja alles wesentlich schneller. Wenn man alles sehr gut hochpowern kann, endlich Munition auch hat. Und unendlich großes Magazin. War das mit Cheat oder ohne Cheat? Teilweise. Zum Beispiel dieses eine Sniper, diese starke Sniper. Die kannst du nur mit begrenzten Magazinen haben. Ey, mit noch ein Cheat hast du unbegrenzt. 10.000. Los, nothing to it. Ich hab grad. Interessant. Ich kann den Hammer hier nicht nehmen von dem einen Decker-Spezial. Na, ist doch. Vandalismus. Wir dürfen ja nur bestimmte Waffen benutzen. Ja, aber trotzdem, weißt du, wie es aussieht? Ich hatte eine Shotgun mit einem Hammer in der Hand. Das sah sehr interessant aus. Guck. Get the grenade. Und finished. Finisher. Welche Stufe bist du eigentlich bei Respekt? Knapp 10. Also knapp kurz vor. Und du? 100. Ich auch. Taser. Kann ich auch. Ich kann das. Tilt. Autsch! Sehe ich aus wie ein Polizist? Wie man einfach so tasern kann? Willst du mitfahren? Willst du mitfahren? Das heißt nein. Alter, wie verhält der Wagen aus? Du hast erst einmal getroffen. Jetzt ein zweites Mal. Zweimal fünf. Das erste Mal bin ich zurückgefahren. Au. Jetzt aber. Ui! Da kommt so viel auf den Deckel gerade. Au. Ja, scheiße. Was? Oh, verdammter Taser. Au. Friss Granaten. Ui! Was ist das? They should never afford the sex. Oh Gott! Ich gewinne! Au! Ja, du Genie! Wow! Ich mag sie hier nicht so sehr, also zum Kämpfen. Ja, gegen Bots, also was heißt Bots? Halt gegen diese Typen hier. Alter, ich wollte das Geife nehmen! Eine Geife. Nicht wirklich. Au! Okay. Ich bin Edward von Twilight. Ich glitzer in der Sonne. Ich kann nichts anderes außer glitzern. Ich würde erstmal sagen, gleich weiter. Ja. Auf. Bitte nochmal. Ja. Sofort abgelehnt. Doch, besser. Hat er von alleine gemacht. Ich habe nichts gemacht. Ich hab noch nicht. Thank God, I need your help. Kinsey, I'm not moving any more boxes. I went out and they found me. Who? The Deckers. Who else have I been hacking? Wait, don't answer that. I'll come help you get out. No, get in Sniper-Schuss, übrigens. Ich weiß. Interessant. In welche Richtung läufst du eigentlich? In die zum Ziel. Na, ich folge den Punkten. Ich auch. Die führen mich hier lang. Mich hier. Interessant. Na, ja, ich hab ein Auto. Ich hätte einen Zementmischer, aber ich mag keine Zementmischer. Die sind schön, fett, langsam, zerstörerisch. Das ist das Beste. Ich fahr einhändig, oh mein Gott. Ja, was für ein Wunder. Die Maus brauchen wir ja gar nicht. Ich spiel Molotow. Oh, ein Auto. Ich würde sagen, folgen
nächste Folge eigentlich jetzt. Da sind gleich die 8 Minuten zu den 7 Minuten rum. Okay, dann verabschieden wir uns, wenn wir am Ziel sind. Ich bin ja schon da, soll ich noch reingehen? Nein, ich fahre auch noch hin. Man pass auf, dass du nicht reinfährst. Man kann meine wunderbaren Fahrkünste dann noch sehen. Für ein paar geschlagene Sekunden. Ich glaube, ich weiß, was ich machen werde. Also, wo fährst du lang? Dort, wo meine blauen Punkte mich hinführen. Ich möchte wissen, von wo du kommst. Von hier. Au. Ja, dann verabschieden wir uns. Echt jetzt? 3 Schuss? Das rennt nicht mehr. Autsch. Komisch, wenn du nicht mehr drin bist, fliegst du in die Luft. Das ist sehr interessant. Dann verabschieden wir uns. Und bis zum nächsten Mal. Bei Saints Row the Third. Wuhu. Ich muss nachladen. Glück gehabt.